Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Fusion Origins. Wir stehen hier vor unserem Erzfeind Ken. Ich habe gelevelt. Ich habe etwas mehr gelevelt, als ihr vielleicht erwartet. Das liegt daran, dass ich zwischendurch mal versucht habe mit Pokémon, die auf dem gleichen Niveau waren vom Level wie seins. Wie seine Pokémon. Und ich hatte immer noch keine Chance, wirklich. Deswegen sind wir jetzt ein bisschen hoch vom Level. Aber da müssen wir hoffentlich eine lange Zeit nicht nochmal grinden. So. Freundchen. Ich weiß gar nicht, habe ich das richtige Pokémon vorne? Das wäre jetzt natürlich doof. Du Diepi. Du schon wieder. Ich finde immer noch, dass es total seltsam aussieht. Aber okay. Shadow Ball sollte hoffentlich gut Schaden machen. Ah! Sie hat überlebt. Die Spinne hat überlebt. Ha. Er hat aber nicht überlebt. Das Ding ist aber auch noch gar nicht das Problem. Das Problem kommt jetzt erst langsam. Oh, was ich euch noch nicht gezeigt habe. Jemand hat sich entwickelt. Das Vögelchen hat sich entwickelt. Guckt es euch an. Es sieht sehr episch aus, finde ich. Ich finde, es sieht sehr, sehr episch aus mit diesem Blau und Rot. Gefällt mir auf jeden Fall. Allein von den Farben her gefällt es mir sehr gut. Ich hoffe mal, damit schaffen wir das jetzt. Hi. So. Was setze ich denn dagegen am besten ein? Was ist das? Gestein und... Schwierig. Ich würde einfach meine Step-Attacke benutzen. Ist halt vom Level mega hoch und ich habe nichts, was effektiv dagegen wäre, wenn ich ehrlich bin. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Schon wieder Pech gehabt. Ich bin so überlevelt und ich verliere immer noch. Es ist so zum Kotzen, ne? Der hat sich nicht entwickelt. Aber es wäre mal Zeit, finde ich. Welche Attacke ist eigentlich stärker? Welche Pflanzenattacke? Habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Die ist 80er Stärke und die ist 75er Stärke. Aber die ist physisch. Ist der denn physisch oder speziell? Nee, speziell. Was ist denn das für ein blödes Wesen? Okay. Oh, der Feuerzahn. Kannst du den überleben? Ja, kannst du. Och, komm schon. Ah. Seht ihr das, was ich meine? Deswegen muss ich die Pokémon überleveln, weil ich hier aus irgendeinem Grund derart Pech die ganze Zeit habe, dass es nicht mehr normal ist. Das grenzt ans Unnormale. Blutunux. So, dagegen habe ich jetzt nun nicht wirklich was. Oh, Baloo ist verletzt. Oh nein. Hier, wenn ich schneller bin. Ah, ich bin schneller, okay. Auch wenn ich mit dem Schaufler wahrscheinlich nicht viel Schaden mache, weil das physisch ist. Und, naja, ich brenne. Oh, 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 es hat gereicht. Sehr schön. Okay. Das Problem war übrigens das Entwickelte von ihm. War schon krass. Es sieht schon sehr krass aus, aber es ist auch sehr krass von den Werten her. Es ist Zeit, weiterzumachen. Wir wollen ja nicht, dass unsere Mütter uns hier finden. Nicht? Komme ich dann in die nächste Stadt? Ja, dankeschön. Ha. Ist Lavandia einfach weg? Was ist passiert? Ich bin halt direkt von diesem Hügel in den Felstunnel. Und von da aus dann jetzt in Azuria. Ich meine, das macht ja Sinn von der Route her. Es sieht ein bisschen anders aus als sonst, aber es macht Sinn. Ha. Alle reden über Bill hier. Auch gut. Okay. Warum gehst du nicht nach... Ich finde das gut. Geh doch nach oben und tausche Pokémon. Aber es gibt keinen oben. Guck mal, da steht Team Rocket ganz versteckt. Niemand hat ihn gesehen. So, wir kaufen jetzt aber... erstmal... ein. Weil ich habe nicht mehr so viel. Ha, dass ich immer noch keine richtigen Bälle habe. Immer noch nur Pokebälle. Hier, das ist auch schon wieder... Oh. Geld ist knapp hier, habe ich das Gefühl. So. Hier gibt es die nächste Arena. Ich bin schon gespannt. Eine blaue Aura umgibt diese Stadt. Hi, was ist los mit dir, hä? Ich bin nur ein unschuldiger Bürger, glaubst du mir? Ja, ich weiß nicht. Oh, du bist nicht Team Rocket, Team Marvel. Okay, interessant.
Das ist das böse Team. Team Marvel. Team Marvel, okay. Schauen wir mal. Natürlich habe ich erstmal ein Pokémon vorne, das da nicht so fantastisch für ist. Welches Level ist das? 21. Und jetzt sind die vom Level wieder so mega unten. Fies ist das. Naja. Habe ich wenigstens einmal eine Pokémon gelevelt. Ich hoffe mal, der Starter entwickelt sich auch bald. Und das ein oder andere Pokémon im Team. Vielen Dank fürs Vergiften. Vergiften, da bin ich immer so richtig dafür. Das ist nämlich super und macht richtig viel Spaß. Zwar allen Beteiligten. Vor allem, wenn man auf der Seite steht, wenn man den anderen vergiftet hat. Also, wenn man nicht vergiftet ist. Ihr wisst, was ich meine. Glaube ich. Vulcino, das habe ich auch. Das levelt nur aus irgendeinem Grund richtig, richtig schlecht. Das bekommt so wenig XP, hatte ich das Gefühl. Deswegen ist das vom Level, glaube ich, auch fies. Eins der niedrigsten. Ja, Zugabe. Ich hatte das tatsächlich auch vor, das nochmal zu machen. Du glaubst du oder glaubst du nicht, weißt du? Muss ich wenigstens nicht mal auswählen. Das ist doch auch ein Vorteil. Aber ich darf direkt wieder heilen gehen. Fantastisch. Nein, stopp, ich gebe auf. Ich werde einfach leise verschwinden. Nimm das und sei still. TM46. Heilteam Marvel. Okay. Das war nicht das Pokémon Center. Mache ich jetzt einen auf Baloo, aber dann hätte ich in die Arena gehen müssen, statt ins Pokémon Center. Hi, mein armes, kleines, unschuldiges Pokémon ist vergiftet. Würden Sie es bitte entgiften? Dankeschön. So. Dankeschön. Gehen wir mal weiter. Was ist mit dir? Aha, ja, da bin ich durchgegangen. Das ist ganz schön toll. Ja, danke. Was hat denn die Polizei hier zu sagen? Oh nein, der Fahrradladen wurde ausgeraubt. Das ist natürlich wieder auf Team Marvels Mist gewachsen. Selbst wir haben Probleme damit, sie zu stoppen. Okay. Ein Skorgrem? Nee. Und du? Ah ja, dein Mann sammelt tauscht gern Pokémon. Okay. Wie schön. Aha. Aha. Was steht hier? Okay. Nein, okay. Oh, okay. Okay, irgendwas will er ja von mir. Oh, haha. Fiese hat gesagt, ich lüge, weil ich mich angeblich gar nicht für Bären interessiere. Ich habe schließlich keine. Das ist gemein von ihm. Na gut. Haben wir schon alles in der Stadt gesehen? Da unten geht's raus. Hier geht's in den anderen Teil. Da ist auch der Fahrradladen, der ausgeraubt wurde. Hi. Oh, nichts Interessantes passiert. Das ist traurig. Hi. Okay. Warum redet keiner darüber, dass es ausgeraubt wurde? Leute, ihr wurdet ausgeraubt. Ah, nein, danke. Ja, ich komme bestimmt wieder. Klar. 1 Million für ein Fahrrad. Das scheint mir etwas Wucher zu sein. Hier kann ich aber auf jeden Fall schon mal leveln für die Arena. Oh, du schon wieder. Swadrubi. Die sind vom Level irgendwie genauso wie die auf der vorherigen Route. Das ist sehr toll zum Leveln. Da freue ich mich ja. Okay. Ich habe Angst vor der nächsten Arena. Die erste war schon so übel. Kann ja nur besser werden, ne? Hi. Hä? Slowkill. Was ist denn Slowkill? Es ist müde. Oh. Trainertipps. Okay. Ja, man kann Pokémon-Items geben zum Halten. Das habe ich tatsächlich auch schon mitbekommen. Es sind überall Pfützen und einzelne Bäume, aber keine Items an den Bäumen. Schade, ich dachte, vielleicht kriege ich was. Aber nein. Gut. Genug vor der Arena gedrückt, gehen wir mal rein. Hi. Okay. Ich habe leider keine Elektro-Pokémon. Das ist schade.
habe leider nur ein Pflanzen-Pokémon. Hi. Ja, du bist gut genug für mich, obwohl ich eigentlich zum Arena-Leiter will. Ja. Das hast du auch zu entscheiden, definitiv. Finde ich auch. Oh, Finish schon wieder. Die sind auch Level 23. Oh, das wird ja lustig. Ich glaube, ich werde mal wieder meinen Spaß haben. Ich bin schon echt gespannt, was uns hier in dem Spiel noch so erwartet, was Team Marvel so zu verbergen hat, weil die haben sicher irgendwas. Cutie Pearl, okay. Das haben wir schon mal gesehen. Ey, wegen der Regel des... Ach, daraus ist das... Ah, jetzt verstehe ich, was der zweite Teil ist seiner Fusion. Okay, interessant. Explosion! Sehr gut. Ah, leider kein Level Up. Ja, Diana, tut mir leid. Das ist der nächste. Ja, lass es uns tun. Was? Na gut. Oh, er wärmt sich auf. Er hat einen Clownbird. Das können wir auch schon. Sollte eigentlich kein Problem sein. So, und als nächstes kommt dann schon Misty, wenn ich das richtig sehe. Ich bin mal gespannt, was die so hat. So. Noch ein letztes Level-Up für Baloui, bevor wir in die Arena gehen. Ich würde halt ungern direkt mein stärkstes Pokémon gegen Wasser vorne haben. Eigentlich muss ich auch heilen gehen, damit mein Gigasauger aufgeladen ist. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass ich beim ersten Mal gegen die Arena-Leiterin sonderlich weit komme. Weil hier doch relativ... ein relativ hoher Schwierigkeitsgrad ist. Das wollte ich sagen, Mann. Heute klappt das mit dem Reden sehr gut. Wen setzen wir denn nach vorne? Wer von euch will nach vorne? Du willst nach vorne? Na gut. Hier. Die beiden hier unten, die zwei, werden in der Arena nicht viel machen, weil sie sind Gestein und Feuer. Und das versteht sich meiner Erfahrung nach nicht so gut mit Wasser. Aber schauen wir mal, was uns hier erwartet. Sie wird ja sicher was gegen Pflanzen und Elektro-Pokémon haben, wenn sie Fusionen hat. Das ist ja meistens so. Die Nummer 1. Hi! Du bist ein neues Gesicht hier. Nur die Trainer, die wirklich alles reinstecken ins Pokémon-Training, können was erreichen. Was ist dein Ansporn, Pokémon zu trainieren? Ich habe eine komplette Offensive mit Wasser-Pokémon. Ich nehme Pokémon, die aussehen, als wären sie cool. Oh, Doppelkampf. Oh. Okay. Oh, wie geil ist denn das da links oben? Wie cool sieht das denn aus? So, was haben wir hier? Okay. Das da oben wird Drache sein. Wie greifen wir die denn am besten an? Oh, damit komme ich auf zwei. Damit komme ich auch auf beide. Wir greifen mal beide an. Oh, shit. Das macht gar keinen Schaden. Okay. Ah, oh, das macht schon. Okay, nächstes Mal mache ich eine Flugattacke. Ha! Einer ist zurückgeschreckt, das ist doch mal was. Oh, das war gut Schaden, obwohl das ja gar nicht effektiv ist. Und die arme Spinne ist jetzt langsam. Ich hoffe, du schämst dich. So, wir greifen den an und du machst die hier. Oh, da wird geheilt. Doppelkampf ist auch sehr interessant. Ich finde immer noch die Fusion, die linke, mit Knackrack oder was auch immer, Knacksel. Finde ich sehr cool. Oh, das arme Kleine. Die arme kleine Spinne. Sie gibt ihr Bestes. Sucker Punch. Glaubt ihr, der greift an? Der da oben. Was ist denn das? Das hält halt unfassbar viel aus. Aqua Chat. Oh je.
Oh nein. Oh nein. Oh nein. Fies, dass er auch eine Erstschlagattacke hatte. Okay. Wer darf? Du darfst. Ich möchte mein stärkstes Pokémon noch nicht einsetzen. Ich möchte mir das bitte aufheben. Cool, dass die Attacke um... Was? Warum mache ich dem denn gar keinen Schaden? Mit nichts. Was hat das für eine unfassbare Verteidigung? Oh. Das ist die Entwicklung. Wie sieht denn das aus? Oh, es heilt sich. Na toll. Boah, bist du nervig. Habe ich irgendwas... Ha, das Pokémon, das verbrennen kann, ist leider schon K.O. Dafür hätte ich das jetzt gebraucht. So, wir müssen irgendwie den Kerl hier, aber eigentlich kann ich den hier effektiv angreifen. Oh, nee. Das ist keine nette Attacke. Du hast nicht mal Schaden bisher, aber wow. Fies von dir. Fies von dir. Okay. Wie viel Schaden mache ich dem? In Ordnung. Oh nein, da kommt wieder meine Hassattacke von der letzten Arena. Die viel zu OP ist. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Diese Attacke ist so zum Kotzen. Diese Attacke ist einfach OP. Da, was soll ich denn machen? Mal ganz ehrlich. Was soll ich tun gegen diese Attacke, die aus irgendeinem Grund immer trifft, obwohl sie nur eine 80er Treffchance hat, die meine Pokémon verwirrt, die im Doppelkampf auch noch beide trifft. Fantastisch. Einfach nur fantastisch. Oh Mann. Ja, wirklich viele Pokémon habe ich jetzt nicht mehr so richtig. Ja, der haut sich jetzt selbst. Warum kann ich nicht mal Glück haben? Können wir darüber reden? Oh ja, das Blubstrahl die ganze Zeit Geschwindigkeit senkt, ist aber auch nicht in Ordnung. Ich habe keine Ahnung, ist das Psycho? Ist das nicht eigentlich Fee? Wenn ich mal einen davon wegkriegen würde, ja, Schutzschild. Ja, Regen. Regen, aber sehr heftiger Regen. Und es die critten auch die ganze Zeit. Das ist doch unmöglich. Okay, der Kampf ist mal wieder klasse. Ihr seht, wie überlevelt ich bin und trotzdem keine Chance. Jetzt ist erstmal das Wasser weg. So, und Vulcino wird euch jetzt einäschern. Ja, da hilft auch nicht, Schutzschild einzusetzen. Oh, das ist ein One-Hit. Ja, okay. Na gut. Sehr schön. Das ist ja nett. Leute, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal mit der Folge. Wir sehen uns morgen zum nächsten wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss.